The European Union is represented by the European Commission President, Jean-Claude Juncker, and the President of the European Council, Donald Tusk. Without further ado, I give the floor to President Juncker. Ja, sehr verehrter Herr Präsident Tusk, lieber Donald, meine sehr verehrten Damen und Herren, we are in Germany, so I will express myself in German. Please take your instruments. Wir sind froh, Donald und ich, dass wir heute in Hamburg sind. Der Empfang ist warm. Und wir hören aber auch zu, was wir auf der Straße hören. Es ist nicht so, als ob liefen wir blind und taub durch Hamburg und durch das Leben. Ich höre sehr genau hin, wenn erklärend versucht wird, Einfluss auf die Gipfelergebnisse zu nehmen. Wir präsentieren uns dieses Jahr mit etwas mehr Wind in den Segeln, als dies in den Vorjahren der Fall war. Die globale Wirtschaft wächst wieder. Sie wächst ungenügend, aber immerhin mit 2% in den Jahren 17 und 18. Die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union wachsen alle. Es gibt zwar nach wie vor unebenes, ungleichmäßig verteiltes Wachstum, aber immerhin die 28 Mitgliedstaaten der Europäischen Union wachsen wieder. Seit 2013 wurden 10 Millionen Arbeitsplätze in der Europäischen Union geschaffen. Dieser Kurs nach unten, immer weniger Arbeitsplätze, immer weniger Jobgelegenheiten gibt es nicht mehr. Wir haben die niedrigste Arbeitslosigkeit seit 9 Jahren, obwohl die Arbeitslosenstände nach wie vor selbstverständlich zu hoch sind. Es befinden sich 233 Millionen Europäer in Arbeit. Das ist die höchste Beschäftigungsquote, die wir jemals in der Europäischen Union zu vermelden hatten. Das erklärt sich teilweise auch daraus, dass in den 21 vergangenen Monaten die europäische Wirtschaft deutlich stärker wuchs als die amerikanische. Wir müssen jetzt dieses Momentum nutzen, unsere Reformen, auch die Strukturreformen, weiterführen und nicht zurückfallen in alte Reflexzonen. Jetzt ist nicht der Moment gekommen, wo man wieder zu dem simplen Mittel des Protektionismus zurückkehren darf. Das wäre absolut der falsche Weg. Den richtigen Weg haben wir gestern, Präsident Tusk, Premierminister Abe und ich, in Brüssel beschritten. Nicht protektionistische Mauern zwischen den Hauptteilhabern am ökonomischen Weltgeschehen, sondern ein resolutes Aufeinanderzugehen. Deshalb haben wir gestern das wirtschaftliche Partnerschaftsabkommen mit Japan zu einem guten Ende geführt. Japan und die Europäische Union, das ist ein Drittel der globalen Wertschöpfung. Dieses Abkommen mit Japan wird es uns ermöglichen, unsere Exporte nach Japan um ein Drittel nach oben zu schrauben. Und dies geschieht unter Wahrung aller relevanten europäischen Interessen, Zonen, Arbeit, Umwelt, Datenschutz. All dies wird in diesem Abkommen mit Japan auf, wie wir finden, hervorragende Art und Weise und ohne Abstriche geregelt. Ich habe eben von Protektionismus gesprochen. Und schon hört man, dass einige sich überlegen, Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte in nächster Zukunft durchzuführen. Sollte dies passieren, wird die Europäische Union adäquat zu reagieren wissen. Wir sollten uns lieber über das Thema Überproduktion bei Stahl unterhalten als über Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte aus anderen Teilen der Welt. Wichtig ist für Herr Tusk und für mich die Partnerschaft mit Afrika. Es wurden der Gedichte über Afrika jetzt genug geschrieben. Es muss jetzt gehandelt werden. Das tut die Europäische Union dadurch, dass wir einen Vorschlag in Umlauf gebracht haben, auch schon vor längerer Zeit, dass wir mit einer Investitionsoffensive, die auf 44 Milliarden Euro ausläuft, dazu beitragen möchten, dass die Probleme vor Ort gelöst werden können.
Und deshalb ist es für uns auch wichtig, nach wie vor wichtig, dass wir in Sachen Klimaschutz nicht hinter das zurückfahren, was wir in Paris verabredet hatten. Was wir heute für den Klimaschutz tun, beugt den Fluchtursachen von morgen vor. Was wir heute unterlassen, beschleunigt Flucht aus den von Trockenheit betroffenen Gebieten. Insofern muss das Thema Klimawandel hier mit aller Intensität und aller Ernsthaftigkeit betrieben werden. Es ist das große Zukunftsthema und dafür muss Europa sich einbringen. Vielen Dank. Danke, Jean-Claude. Guten Morgen. One of the topics of the G20, as you know, is migration. Europe has been struggling with the unprecedented wave of illegal migration for 2 years now. We have managed to overcome to a great degree the crisis on the Eastern Mediterranean route. We have worked out an agreement with Turkey and strengthened our cooperation with the Balkan states. The result is the decrease in the number of irregular migrants from 158,000 in the first half of 2016 to 9,000 in the first half of 2017. However, the situation on the central Mediterranean route, that is from Libya to Italy, still remains critical. In order to address it, we need solidarity and cooperation of the international community. Today, it is Italy in particular that needs this solidarity. Our objective should be to effectively stop this wave at its source, namely in North Africa. This is the main task for the EU. In this respect, Italy can count on Europe's help in every dimension. But this cannot mean a wider opening of Europe's door towards illegal migration. That is why here at the G20, I will call on all the leaders to be ruthless in the fight against smugglers. We are engaged in this not just because of the migration pressure on Europe, but as it is a real humanitarian issue. Migrant smuggling is an organized business. Last year, it generated $1.6 billion in Libya alone. These profits allow the smugglers to control some parts of the country. They also cooperate with terrorists and further undermine the stabilization in Libya. But above anything else, innocent lives are lost. So far this year, more than 2,000 people have died at sea. And the number of people dying in the desert is even higher. We need more efforts at the international level to break the smugglers' business model. This is why I will propose to all the G20 leaders to pursue targeted UN sanctions against smugglers. By this I mean asset freezes and travel bans. It is the very minimum that can be done at the global level. Unfortunately, I have to say that today we do not have the full support even for this minimum. If we do not get it, it will be a sad proof of the hypocrisy of some of the G20 members. But I still hope we will succeed. Thank you. Merci. Nous pouvons maintenant passer à vos questions. Qui veut commencer ici à gauche? Get the mic, please. Eine Frage, auch in Deutsch, an beide. Der G20-Gipfel findet ja in einer Welt statt, die einigermaßen in Unordnung geraten ist. Herr Putin bietet sich als neuer Partner an, steht voll hinter der Agenda, auch was Migranten, Klima und Handel betrifft. Dagegen ist Herr Trump eher protektionistisch unterwegs und will das Klima jetzt auch nicht so schützen wie die anderen. Und auch der chinesische Präsident bietet sich als Partner an. Und sagen viele, Angela Merkel ist die
Richtige, um diese Weltunordnung wieder in Ordnung zu bringen? Da würde ich gerne wissen, sehen Sie das auch so? Ist Frau Merkel als Bundeskanzlerin jetzt die Verteidigung der westlichen Verteidigerin der westlichen Werte? Und welche Rolle spielt die EU dabei? Und in diesem Zusammenhang auch noch eine Frage, was würden Sie als ein wirklich substanziell akzeptables Ergebnis des Gipfels betrachten, um zu sagen, der war erfolgreich? Und wenn ich darf, vielleicht zu den Stahlsanktionen, vielleicht können Sie noch zwei, drei Worte zu den Maßnahmen, zu den Stahlsanktionen. Ich bin dankbar, dass Frau Merkel sich im Vorsitz der G20-Gruppe befindet. Die Themenlage ist offensichtlich so, dass sie ihr volles Gewicht wird einbringen müssen, um in all diesen Fragen weiterzukommen. Aber Frau Merkel weiß, wie Sie auch, dass sie das nicht alleine tun kann und auch nicht alleine tun muss. Ergo wird die Europäische Union ihr mehr als Krücken reichen, sondern auch nicht nur einfache Mitbringsel, wie beispielsweise das Handelsabkommen, das wir mit Japan getroffen haben gestern, wie auch die Weiterführung des Abschlusses, den wir mit Kanada erreicht haben, sind zwei Vorgänge, die hätte es hier nicht gegeben, diesen G20-Gipfel in einem negativeren Licht erscheinen will, als dies der Fall ist. Für mich ist wichtig, dass wir in Sachen Afrika hier zu verbindlichen Beschlüssen kommen. Ich habe jeden Grund davon auszugehen, dass das, was in Paris beschlossen wurde, von fast allen nach wie vor in voller Breite und Länge geteilt wird. Aber in Sachen Afrika müssen wir deutlichere Akzente setzen. Da tun sich auch die Europäer sehr oft schwer. Wir haben vor einem Jahr einen Afrika-Trust-Fund von 1,8 Milliarden auf den Weg gebracht. Die Europäische Kommission hat mit eigenen Haushaltsmitteln diese Summe auf 2,6, 2,7 Milliarden nach oben korrigiert. Die Mitgliedstaaten haben bis jetzt sich dazu bequemt, 200 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Text, Dichtung und Wahrheit klaffen zu sehr auseinander, wenn es um Afrika geht. Just maybe just one reflection about President Trump, because it's I've heard yesterday in Warsaw surprisingly promising words from the American president about transatlantic community, about the cooperation between the United States, Europe, about our common political tradition and civilization, and about the readiness to protect and to defend the whole Western community. We have been waiting for a long time to hear these words from President Trump. But the real question is whether it was a one-time incident or a new policy. President Trump said yesterday and also that words are easy, but it is actions that matter. And the first test will be our meeting here in Hamburg. Ich habe vergessen, zu Stahl noch etwas. Bitte? Ja, Afrika habe ich gesagt. Das ist für mich die absolute Priorität. Wer Klima, Migration denkt, muss an Afrika denken. Und dort gilt es jetzt anzusetzen. Was Schutzmaßnahmen gegen Stahlimporte anbelangt, möchte ich jetzt nicht sagen, was wir im Detail tun. Möchte Ihnen nur mitteilen, dass wir innerhalb von wenigen Tagen, da brauchen wir keine zwei Monate, mit Gegenmaßnahmen reagieren werden, in der Hoffnung, dass all dies nicht notwendig sein wird, sage ich dies, aber wir sind in gehobener Kampfbestimmung. Yes, there at the end of all. Thank you. Marco Bresolin, Italian newspaper La Stampa. President Tusk, you mentioned the... You are where? Ah, yeah, hi. Buongiorno. Buongiorno. You mentioned the request of sanctions against smugglers to the G20 leaders, but more in particular, don't you think that the situation in Libya, the political situation of instability, is underestimated by the international community, and so international community should do more on the political stability of this country? Thank you. You are absolutely right. This is the problem. And because, as I said, we
we have succeeded on the Eastern Mediterranean route because we had a stable partners and determined partners and real states as a partners, especially in the Western Balkans, but also Turkey in some sense is for sure more stable than Libya. What we need today is a common international approach, at least, and this is why I think it's my proposal on this possible sanctions against smugglers will be also a quite clear test for when it comes to intentions and good or bad wills of our partners and in this format, in G20. Today it's very difficult to be optimistic, but I think that we have some very strong arguments, especially the humanitarian arguments, and this is why I think we can, or at least we should try to convince our partners to be more active, more positive, less cynical, more determined when it comes to our common fight against smugglers and this, the whole dirty business in Libya. Ich bin wachs in Ihren Händen. This concludes our press conference because both